Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zur 21. Folge Mad Evil Dynasty. Und vielleicht hört ihr das so ein bisschen an meiner Stimme. Ich habe hart Corona. Also, ich habe so viel Corona, dass einfach der oberste Strich, der Strich, der eigentlich nicht anzeigt, dass man Corona hat, sondern, also der andere, ne, dass der Strich einfach blass ist. Ich weiß nicht, was dieser Strich sagt. Ich glaube, dass man ein Mensch ist oder so. Und der andere sagt, dass man Corona hat, ne? Und bei mir ist der menschliche Strich einfach blass. Egal. Mir geht's soweit ganz gut. Also ein bisschen geht's auf die Stimme, ein bisschen bin ich erkältet. Aber ich habe mega Bock, dieses Spiel weiter zu spielen. Und soweit bin ich fit, dass ich mir das zutraue, hier eine Stunde zu spielen und euch gutes Gameplay zu liefern. Deshalb lasst auf jeden Fall ein Like da, vergesst den Kommentar nicht. Und ein Abo wäre auch nicht schlecht. Und damit, let's go. So, wir haben ja immer noch die Aufgabe, den Frühling so gut es geht auszunutzen, dass wir hier alles hinbekommen, was wir uns wünschen gerade. Und ich hoffe, dass die jetzt mal hier Gemüse sehen. Ach so, sie macht das schon. Sehr gut. Ah, sehr gut. Und ich bin sehr hungrig. Sie sieht Karotten aus. Oh, sehr gut. Sehr schön. Ich sehe, es funktioniert. Ja, ist gut. Ich sehe es. So, ich gucke mal ganz kurz in die Verwaltung. Ich glaube, der Feldschuppen braucht Dünger. Ja, Dünger. Sehr gut. Dachte ich mir schon fast. Aber ich glaube, ich habe beim letzten Mal beim Ausmachen, also beim Abmoderieren, Dünger hergestellt. Kann das sein? Ihr wisst das besser als ich, aber ich glaube schon. Ist jetzt auch schon wieder 3 Tage her, dass ich gespielt habe. Ich war in den 3 Tagen wirklich mies im Arsch. Also mich hat es echt krass erwischt mit Corona. So, und ich habe jetzt, ab heute habe ich so ein bisschen wieder, ich habe so ein bisschen wieder Luft. Luft zum Atmen. Diese Apfelbaumsetzlinge können wir auch verkaufen, ne? Ich würde gerne nur Kirschbaumsetzlinge bei mir anpflanzen, dass das einfach im Frühjahr richtig krass rosa aussieht hier alles. Das würde ich fühlen. Wir haben noch ein bisschen Dung im Lager gehabt, aber ich werde mir jetzt erstmal was zu essen craften. Oh, eine Kohlsuppe. Als hätte ich danach gerufen. Schön eine Kohlsuppe. Der Döner des Mittelalters. Sehr gut. Was sage ich? Hier hat gar keiner Dung eingesammelt. Hier ist 100% im Schweinestall. Hier sieht's aus. Ekelhaft. Oder wie mein Sohn sagen würde, Ibaba. Eselstall auch überall 100%. Also hier hat schon lange keiner mehr eingesammelt. Oder ich habe einen Bug gefunden, dass man beim Neuladen des Games wieder überall Kacke hat. Aber das glaube ich nicht. Wir können einfach 62 Dünger herstellen. Meine Güte. Sehr gut. Okay, Dünger ist hergestellt, Dünger ist gelagert. Frosch im Hals, Entschuldigung. So, Leute, jetzt mache ich das, was ich schon lange machen wollte. Wirklich sehr lange wollte ich das schon machen. Ich freue mich so drauf. Ihr werdet es gleich sehen. Ich hab da mega Bock. Jetzt pass auf. Muss ich gucken, wo kommt's hin, das erste. Oh ja, hier fühle ich's ja. Oh, sehr gut. Oh mein Gott. Einfach eine Bank. Oh, ist das schön. Oh, ist das super. Oh, ich freue mich, wenn da die ersten Leute drauf sitzen. Einfach eine wunderschöne Bank, direkt da am Holzzaun. Hier stelle ich die nächste hin. Hier fühle ich es auch irgendwie. So direkt am Feld. Ja, nicht so viele Bänke hier hinstellen. Die sollen hier aber arbeiten. Die sollen hier nicht rumfaulenzen. So, hier drüben, diese Ecke habe ich hier extra freigelassen, damit ich hier eine Bank hinstellen kann. Alles geplant. Zack. Wunderschön. Und den Rest lasse ich erstmal. Also ich flippe jetzt hier nicht ganz so aus mit Bänken. Obwohl, hier kann noch eine hin, ne? Hier kann noch eine hin. Eine setze ich noch. So. Ja. Weil das ist auch erst das erste Modell an Bank, was ich überhaupt freigeschaltet habe. Das hat mich jetzt 750 Münzen gekostet. Dieses Modell, was einfach nur aus ein paar Brettern und Baumstämmen besteht. Unglaublich. Das ist nicht immer die beste und geilste Bank. 750 für das Rezept. Passt es nicht. Und, oh, ich habe meine Kniehose rausgeworfen. Jetzt bin ich ohne Hose. Ja, mit der Hose. Ich will noch nicht das ganze Dorf mit der...
geile Boxershorts. Das ganze Dorf mit dem einen Modell zu pflastern, sondern ich möchte viele Modelle von Bänken noch setzen. Ah, ist das schön. Ah, es ist. Ja, ihr hört das auch, was ich sage. Und ihr setzt es gleich um. Das, ihr seid so gut. Ihr seid so gut. Die setzen sich einfach schon dahin und chillen ihr Leben. Finde ich gut. Ja. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, hier sollen überall noch verschiedene Bänke hin. Nicht immer nur ein Modell. Hey, jemand aus meinem Dorf hat eine Quest für mich. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich habe ein Problem, ich habe eine Nichte, musst du wissen, und ich wollte ihr etwas schenken. Oh nein, ich muss was Teures besorgen, das merke ich schon. Sie hat damit angefangen, Tierfiguren zu sammeln, und es gibt nur eine, die sie noch nicht hat, einen Bären. Ja, kenne ich irgendwoher. Die Quest habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Ja, dann kaufe ich dir einen Bären. Ich weiß, dass der nicht so teuer war. Ich weiß, dass der bezahlbar war. Okay, aber wir gehen erstmal ins Bett. Nächster Tag im Frühjahr. Es ist viel zu tun. Es ist viel zu überwachen an Arbeit. Ich bin ja der Bauherr hier im Dorf und muss gucken, dass meine ganzen Felder bestellt werden hier. Aber vielleicht ist Geld machen auch gerade das Stichwort. Und ich mache nochmal ein paar Bronzehämmer. Für Kohle. Und dann kann ich gleich nochmal in den Ort vielleicht gucken, haben wir noch eine Quest oder so, die ich machen kann. Ach so. Zuallererst. Du bist Hanuta. Meine zukünftige Frau. Hail, friend. Romantik. Ich glaube, du sollst zuerst dein Bad nehmen. Ist ja kein Thema, mache ich. Was mit ihm? Kopfschmerzen? Ibuprofen. Hilft. Nimm. Ach, du bist besoffen. Okay. Ja, hilft auch Ibuprofen. Nimm gleich 800. Ist mein Tipp. So, wo ist Hanuta? Da vorne. Du bist mir aufgefallen. Darf ich dich etwas fragen? Wie gehen wir an? Wie gehen wir die ganze Sache an? Gehen wir über das schöne Wetter? Das wäre, glaube ich, gut. Wir machen mal über das Wetter. Zuneigungsänderung plus 5 hat schon mal was gebracht. Sehr gut. Ich habe mich in dieses Land verliebt. Wie gefällt es dir hier? Der heutige Tag ist für mich ziemlich ermüdend, aber dennoch erfolgreich. Wie läuft dein Tag? Ich gehe mal auf die erste. Ich gehe mal auf das verliebte Land. Plus 5 läuft. Eine Frage haben wir, glaube ich, noch. Oder eine Antwort oder wie auch immer. Ich bin immer erpicht darauf, neue Dinge zu lernen. Hast du irgendeinen guten Rat für mich? Was hat dich hierher verschlagen? Hast du eine Lieblingsfarbe? Meines Braun. Braun ist übrigens keine Farbe. Kurze Intervention. Braun ist keine Farbe. Braun ist dunkles Orange. Googelt das mal. Braun ist nach Farbenlehre keine Farbe, sondern dunkles Orange. Ist eine Abstufung von Orange. Wieder was gelernt. Ich gehe, glaube ich, mal auf die Dinge, die ich lerne. Ja, plus 5. Super. Achso, ich kann noch eine Frage stellen. Noch eine Sache sagen. Okay. Ich frage sie mal, woher sie kommt und wo ihr Geburtsort ist. Hat auch wieder plus 5 gebracht. Ich kann immer weitermachen? Boah, krass. Okay. Was ist deine liebste Jahreszeit? Mach dich nicht über mich lustig, aber meine Lieblingstiere waren schon immer Hühner. Keine Ahnung warum. Ich liebe einfach die Art, wie sie herumlaufen. Ich frage lieber nach der Jahreszeit. Was haben wir hier noch? Seit meiner Kindheit habe ich Höhenangst. Nee, das ist auch doof. Plus 5. Gut, Jahreszeit hat es gebracht. Alter, ich kann immer weitermachen, hä? War das nicht immer mal begrenzt? Ich kann Faulheit in Menschen nicht ausstehen. Dein Fleiß sollte ein Ansporn für alle sein. Das ist riskant, aber könnte helfen. Plus 10.
Sehr gut. Wir können immer noch weitermachen. Okay. Ob sie auch im Witz steht? Was ist der Unterschied zwischen einer Frau und einem Frosch? Nee, der geht nach hinten los. Da kann ich schon mir die Pointe zusammenreiben. Einfühlsame und sensible Frauen wie dich habe ich schon immer zu schätzen gewusst. Plus null. Ah, okay. Du siehst stark aus, das ist ziemlich beeindruckend. Plus 10. Ja! Wir sind bei 45%. Entschuldigung. Manchmal sammelt sich so ein bisschen Schleim, vor allem wenn ich viel rede. Oh, sehr gut. Ich finde dein Haar einfach wunderschön. Es glänzt wie der Morgentau in der Sonne. Minus 3. Ich hasse es. Hängt mir immer in den Augen, während ich arbeite. Okay. Wir sind bei 42% und wir haben herausgefunden, sie mag ihre Haare nicht. Okay. Aber jetzt ist vorbei. Jetzt möchte sie nicht mehr. Ist ja kein Thema. Wir haben ja noch den Sommer. Vielleicht wird es ja eine Sommerheirat. Vielleicht. Dann ziehe ich auf jeden Fall mit in ihr Haus. Ihr Haus ist nämlich geiler. Okay, ich habe euch jetzt mal ein bisschen verschont von der Bronzehammerherstellung. Ich habe jetzt 11 Stück. Ist gut. Uns fehlen aber gerade Hacken. In der Landwirtschaft. Deswegen mache ich mal ein paar. Da brauche ich Stöcke für, okay. Ja, dann nehmen wir uns noch Stöcke. Ich verkaufe auch mal meine Apfelbaumsetzlinge und meine Hopfensetzlinge. Und kaufe Kirsch, nicht Hirsch. Wo ist mein Esel? Ich glaube hier vorne an den Feldern, ne? Da ist er, sehr gut. Kurzes Überblick sammeln, was ist denn heute hier los? Kurzer Überblick über die Felder, ja, sie macht was. Sie hat das Gemüsefeld perfekt gesät. Jetzt könnt ihr den Bums da umgraben, das ist nicht so wichtig, aber ja, ist auch gut. Flachs habt ihr ausgesät. Ja gut, ihr habt das im Griff hier, ne? Ihr habt das im Griff, sehr gut. So, du bist doch der, der mir bestimmt diese Bärenfigur verkauft, oder? Kleiner Holzbär. Ja, easy. Dann nimm mal meine ganzen Apfelbaumsetzlinge. Hopfensetzlinge kannst du auch haben. Und 4 Bronzehämmer kannst du mir abkaufen. Okay, ich habe hier etliches an Moneten gemacht. Ich habe 3000 Münzen schon wieder. Läuft bei mir. Und ich habe so einen kleinen Holzbär gekauft. Jetzt müssen wir den finden, der hier. Der mir die Sachen hier verkauft. Warte mal. Entschuldigung. Ich suche jemanden, der mir die, ach Mann, die Kirschsetzlinge verkauft. Ach hier. KKK. Bei dem habe ich anscheinend schon Kirschsetzlinge gekauft, der hat nämlich nichts mehr. Dann reiten wir ins Flussdorf. Ich möchte nämlich jetzt demnächst auch meine Kirschbäume setzen. Und so ein bisschen so eine, ja, so eine Kirschbaum, so Kirschbaumreihen da ansetzen. Müssen wir mal gucken, ob wir da einen neuen Feldschuppen für brauchen oder ob der andere dafür auch ausreicht von der Range her. Banditos! Ich habe euch gesehen. Ich habe nämlich eure Falle da vorne gesehen. Von zwei Seiten kommen sie jetzt. Wehe, greift mein Esel an. Dann habt ihr ein Problem mit mir. Okay, ihr lasst euch wieder sehr artig killen.
Easy peasy. Na komm schon. Also ich muss auf jeden Fall mal skillen. Also ich weiß nicht, ob ich das skillen kann jetzt schon, aber dass ich besser im Bogen schießen werde, weil das ist ja, also... Das ist ja unterirdisch, was ich hier abliefer. Oh, da vorne ist noch einer. Ah ja. Wo habt ihr gelagert, meine Freunde? Oder wart ihr hier ein bisschen im Busch versteckt? Ja, okay, anscheinend im Busch versteckt. Aber an der Schmuggelware können wir uns noch bedienen hier. Okay, irgendwas will schon wieder Ressourcen von mir. Wir haben keinen Dünger mehr, das ist... ja. Und der Holzschuppen hat schon wieder keine Axt. Alter, okay. Gleich doch mal Bronzeäxte herstellen. Erstmal handeln. So. Verkaufe erstmal meine ganze erbeutete Ware. Die Käse behalte ich. Der schmeckt meinen Leuten bestimmt auch. Kirschbaumsetzling 11 Stück nehme ich. Okay, ciao. Mach's gut. Gucken wir mal, wie geländegängig der Esel ist. Hä? Nicht so ganz, aber er hat durchgehalten. Werd nochmal schnell Dung einsammeln. Wir haben ja jetzt den ganzen Tag wieder Dung gesammelt. Von den Eseln und so. Damit wir Dünger herstellen können. Also ganz normaler Shit wie jeden Tag. So, Dünger ist angesetzt und im Lager. Wir gucken gleich mal, ich stelle mal die Quest um, auf. Ja, hier, wo ist sie? Damit wir ihr den Bären geben können. Da drüben. Ne? Sie kommt, glaube ich, gerade hier rüber. Da ist sie. How can I help you? Goodbye. Better don't come close to her house at night. Goodbye. Hä? Das ist doch sie. Warum kann ich ihr den Bären nicht geben? Unterhalten, wo finde ich? Romantik, lass dich mal genauer ansehen. Ich kann ihr den Bären nicht geben. Hä? Verstehe ich nicht. Vielleicht, wenn sie erst jetzt zur Pause geht oder so? Keine Ahnung. Warte mal noch ein bisschen. Übrigens, ich liebe diesen Blick. Da oben die zwei Häuser. Hier unten die Produktionsgebäude. Ich liebe das. Gefällt mir richtig, richtig gut. Da oben muss noch mehr entstehen. Da muss noch mehr hin, dass von hier unten sichtbar ist. Ach so! Leute! Ich wollte keinen kleinen Bären. Die wollte einen kleinen Holzdachs. Oh, nee, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Och, lol, nein. Och, Mann, ich dachte, die wollte einen Bären. Also, warum habe ich denn Bär gelesen? Ich verstehe es nicht. Ah, das ist jetzt richtig ärgerlich. Ich habe das falsche Tier gekauft. Natürlich will sie einen kleinen Holzdachs. Natürlich, weil sie auch in meinem Dorf lebt. Beim Captain Dax. Aber, ach Mann. Das ist jetzt richtig ärgerlich. Bär, Dax ist doch alles dasselbe. Nein, nein, nein. Nicht ganz. So, ich überlege jetzt gerade, wie man hier vorne dann am besten die Plantagen anlegt. Wo vielleicht? Ich probiere mich jetzt mal ein bisschen aus hier. Zeige euch gleich, was ich gemacht habe. Bringt hier nichts mehr. Es ist zu dunkel. Ich sehe einen Scheiß. Gut. Die Felder sind alle bestellt. Sollte jetzt also laufen. Wir können jetzt in den Sommer gehen. Ja. Die Quest ist leider schief gelaufen. Wir haben mal Reputation minus 1 bekommen. Aber ey, das ist minus 1. Ist ja nix. Ist ja nix. So. Kontrollblick auf die Felder. Nach jeder Jahreszeit, nach jedem Jahreszeitwechsel... Schön auf die Felder gucken.
Plax ist gewachsen. Ey, der wächst wirklich so schnell. Den kann man jetzt schon sensen? Okay, cool. Roggen muss noch gedüngt werden. Das ist in Ordnung. Alter, was ist hier schon wieder los? Ein Feld ist unbesät. Habe ich mich wieder verrechnet? Ist egal. Ist egal. Hafer wächst auch. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Also, ich bin zufrieden, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, meine Freunde. Wir haben 20 Kirschbaumsetzlinge. Und ich brauche, glaube ich, ein paar einfache Säckchen, um die auszusehen. Auf der 8 habe ich mein einfaches Säckchen. So, ich habe jetzt ein bisschen was gebaut. Ihr seht es vielleicht da hinten schon so ein bisschen zwischen den Bäumen. Ja, das wird im Prinzip das Tor des Dorfes und gleichzeitig auch das größte Anbaugebiet für Kirschen, was der Augsburg jemals gesehen hat. Also das, was die anderen da für Äpfelbäume haben im Fischerdorf, das machen wir jetzt hier mit Kirschen. Und ich habe da mega Bock drauf, dass das hier noch weiter wächst. Jetzt habe ich hier erstmal auf der Seite zwei Reihen. Hier drüben habe ich eine Reihe gerahmt mit den Holzzäunen. Genauso wie die das da drüben gemacht haben, was ich geil finde, die Idee. Außer die haben die gekreuzten genommen und ich habe jetzt die geraden genommen, weil ich das freigeschaltet habe einfach, das Rezept. Und jetzt nicht einfach nochmal neu was freischalten wollte, aber es sieht auch gut aus. Und wir werden jetzt hier Kirschbäume sehen. Und im Frühling wird das Ganze hier unglaublich gut aussehen. Weil ihr müsst euch reinziehen, Kirschen blühen ja rosa. Das wird das Markenzeichen des Dorfes. Unsere Flagge wird, weiß ich nicht, weißer Untergrund und rosane Kirschblüte oder so, keine Ahnung. Das wird unser Signature. Ich habe noch 12. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Seite hier noch voll sehen. Und wir müssen mal gucken, ob wir dafür einen einzelnen Feldschuppen brauchen oder ob der Feldschuppen da vorne das ja auch mitmacht, wenn die tatsächlich dann erstmal Kirschen haben, dass es dann auch geerntet wird. Wisst ihr, was ich meine? Es hat fast ausgereicht, dass ich hier die zwei Reihen voll gemacht habe. Zwei Plätze sind jetzt hier noch frei. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja jetzt Sommer. Neue Jahreszeit, neue Ressourcen zum Kaufen. Und die Händler haben auch wieder Kohle. Das wird super. Oh, das Schemata kostet mich zwar 1000, aber das werde ich jetzt mal machen. Holzstamm 3, Bretter 4. Wartet, wartet, wartet. Das wird super. Ihr habt gedacht, das ist schon geil? Wartet ab. Wartet ab. Jetzt machen wir richtig den Eingang des Dorfes fertig. So, Bretter. Oh mein Gott, guckt euch das an. Es ist zwar nicht ganz mittig geworden, weil ich es nicht ganz mit der Straße hinkriege. Aber guckt euch doch das mal an, bitte. Hier geht's einfach rein ins Dorf. Das ist der Eingang jetzt. Ich liebe es, das wird das Thumbnail. So, mit diesem wunderschönen Dorfeingang verabschiede ich mich auch schon wieder mit dieser Folge. Mad Evil Dynasty hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst es bitte nicht. Ein Like da zu lassen, einen Kommentar zu schreiben und ein Abo. Das wäre sehr, sehr nett. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.